Also, ich habe mein Vater ist leider gestorben, als ich 2 oder so war. Da habe ich auch Christian Eckelen zum ersten Mal gesehen, Daniel Weichel, Koga. Das war wirklich so richtig krasses Moment. Ich werde mich für immer daran erinnern. So wie ein Ritterschlag. Ja, für mich war so wie Conor McGregor, Ronaldo, so dachte ich mir. Und sie hat gesagt, diese Geld könnten wir eigentlich für was anderes ausnutzen. Also gibt auch Gas im Training. Und dann habe ich es auch ernst genommen. Ich dachte mir so, ich will das für meine Mama schaffen. Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze heute hier mit einem der Nachwuchshoffnungen aus Frankfurt, Fedor Duric. Hallo. Servus, danke, dass ich hier sein kann und danke für die Einladung. Ja, super, dass du dir die Zeit genommen hast, auch in der Vorbereitung und so. Ist immer stressig, eigentlich immer was zu tun, entweder trainieren oder regenerieren. Schön, dass du da eine kleine Pause von gemacht hast, uns hier im Fighting-Studio besuchst. Und eigentlich muss man sagen, von außen betrachtet, auf den ersten Blick, hast du einen perfekten Start hingelegt in deiner MMA-Karriere. Du bist ein junger Dude, bislang unbesiegt in 4 Kämpfen. Wir werden auch nachher noch auf die Kämpfe eingehen. Aber viele da draußen haben dich zwar schon kämpfen sehen, aber trotzdem noch nicht so ein richtiges Gespür für dich. Und deswegen lass uns doch mal ganz am Anfang anfangen. Also, wie bist du zum Kampfsport gekommen? Also, ich wurde in der Schule gemobbt. Das war einer der Gründe. Ich war sehr klein, sehr dünn. Und ja, dann hat mir mein Onkel vorgeschlagen, ins Kickboxen zu gehen. Sein Bekannter hat das Training gemacht. Da habe ich mir gedacht, so, ja, vielleicht wird mir das auch helfen mit meinem Selbstbewusstsein und dem Ganzen. Und dann habe ich, glaube ich, mit 7 zum ersten Mal Kickboxen gemacht, ja. Das war also das erste Mal, dass du auf die Matte gegangen bist. Genau. Kannst du dich erinnern, Also was du gedacht hast, wie du dich ich kann gefühlt mich an hast? alles erinnern. Ich weiß noch, das war so erstes Training. Ich wollte weinen. Ich hatte wirklich Angst. Ich dachte mir, ich werde am Anfang direkt Sparring machen und so mich schlagen müssen. Das war das, was du vorher gedacht hast, vor dem Training. Genau. Ah. Und dann gab es so eine Gruppe Anfänger. Da haben wir einfach so Rechtsauslager, Linksauslager gelernt. Und das war so voll entspannt am Anfang, ja. Und danach hast du dir gedacht, okay, puh, nochmal mit dem Leben davon gekommen. Ja. Und wann hast du gedacht, okay, da könnte auch mehr draus werden? Also Leistungssport, sogar eine Karriere vielleicht? Also am Anfang war es so, es hat mir nach so einiger Zeit hat es mir Spaß gemacht. Dann hatte ich meinen ersten Kampf, habe ich leider verloren. Und ich dachte Amateur. mir, Amateur, genau. Es war mein erster Kampf, ich glaube, ich war so 8 oder so, das war ein Jahr Training. Und ich dachte mir, ich will das nie wieder machen. Ich will diese Gefühle nicht mehr spüren von Verlieren. Und dann gab es noch viele Kickboxkämpfe, Amateurkämpfe, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Aber das allererste Mal, wo ich mir gedacht habe, ich möchte mir eine Karriere aufbauen, ist, als ich mit MMA angefangen habe. MMA war so, Kickboxen war für mich sehr schön und es hat Spaß gemacht. Aber MMA war was total anderes. Ich habe mich wie so, ich war ich einfach mit in MMA. Dann habe ich mir gedacht, so, hier will ich was erreichen. Ein bisschen Fisch im Wasser, Genau. das Gefühl. Jetzt klingt das so, als hättest du vorher mit Kampfsport nicht viel am Hut gehabt, bis du 7 warst, das erste Mal vom Onkel mitgenommen wurdest, ins Kickboxen. Jetzt hast du aber einen verhältnismäßig stark geprägten Namen, sagen wir mal so. Ja, also ich kenne nicht so viele Fedors, um genau zu sein, 2. Dich und noch jemanden mit einem Nachnamen Emelianenko. Ist das ein Zufall, dass du so heißt? Also, es war kein Zufall. Mein Vater war ein Fan von Fedor Emelianenko. Der hat sogar Kassetten gehabt von seinen Kämpfen. Der hat die Kämpfe immer geguckt. Und als ich auf die Welt kam, hat er in Kalendernamen geguckt. Und zufällig hat er dann Fedor gesehen und dachte sich, ey, ich gebe diesen Namen. Und also jetzt muss man, glaube ich, noch dazu erklären, Kassetten, das war früher mal sowas, was man physisch in ein Gerät reingeschoben hat und dann kamen Filme und sowas.
für all die Leute da draußen, die das, also die meisten Menschen kennen noch nicht mal mehr DVDs, ja. Die meisten jungen Menschen. Und Fedor ist einer der Legenden, also wenn ihr den nicht kennt, dann habt ihr einiges nachzuholen. Die gibt es mittlerweile nicht nur auf Kassette, sondern auch hier im Internet und so. Also schaut mal rein. Er hat aber nie versucht, also dein Vater jetzt, dich dann auch, als du jung warst, irgendwie in die Richtung zu drängen, wenn du erst mit 7 das erste Mal im Kampfsport unterwegs warst? Also ich habe meinen Vater, mein Vater ist leider gestorben, als ich 2 oder so war. Und ja, ich weiß, ich glaube, er hätte, wäre er am Leben, er hätte schon auch versucht, mich in die Kampfsportszene so zu bringen und mit Kickboxen und allem. Der hat selber Judo trainiert und ja, es war so mein Onkel, der es dann später gemacht hat. Okay, das ist natürlich ein heftiger Schicksalsschlag für eine ganze Familie, auch, ja. Auch für dich. Bist du dann mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen? Ja. Wie war das für dich? Also ich erinnere mich nicht, als mein Vater ums Leben gekommen ist, aber für mich war es immer normal so. Ich erinnere mich nicht, dass ich mit denen gespielt habe oder irgendwas. Ich habe nichts in meinem Kopf. Und ja, es war immer so meine Mutter, mein Bruder und das war's. Und halt Rest von der Familie. Älterer Bruder, jüngerer Bruder? Älterer Bruder, älterer ja. Bruder. Oder okay. Also war der so ein bisschen der Mann im Haus? Der hat auch Scheiße gebraucht ab und zu. Aber ja, so meine Mama war mein Papa und Mama. So. Sie hat die beiden Rollen übernommen. Mein Onkel war auch ein bisschen dabei, hat mit mir viel Zeit verbracht. Der lebt im Dorf, mein Onkel. Und dann habe ich mit denen viel im Dorf gemacht und so. Und ja. Okay. Das Dorfleben. Dorfleben. Ein bisschen mitbekommen. Und es gibt ja schlimmere Dinge, habe ich mir sagen lassen. Ja. Irgendwann bist du vom Dorf auf die Matte gekommen und irgendwann mal auf einer Matte gelandet, die auch sehr traditionsreich ist, ähnlich traditionsreich wie dein Vorname auch im Kampfsport und vor allem im deutschen Kampfsport, und zwar in der Temple Fight School. Genau. Von Sefer Göktepe, auch einer der Pioniere im Kampfsport, im deutschen Kampfsport, vor allen Dingen auch MMA-Veranstaltungen schon ganz, ganz früh gemacht. Wie bist du da hingekommen und vor allen Dingen, wie bist du von da dann irgendwann auch nach Frankfurt in Spirit gekommen? Also es war erstmal so, wir waren in Neumünster, da habe ich MMA trainiert und dann nach 2 Jahren sind wir, 2016 kamen wir nach Deutschland, 2 Jahren bis 2018 waren wir in Neumünster, dann kamen wir nach Darmstadt und ich hatte in Darmstadt auch einen Onkel, der mir vorgeschlagen hat, ins Temple Fight School zu gehen. Und dann bin ich da hingelaufen und an der Stelle liebe Grüße an Enrico Kehl, der hat in dem Moment trainiert. Er erinnert sich bestimmt nicht dran. Er kam rein, der hat uns den Kursplan gezeigt und dann nächste Woche sind wir schon ins Training gegangen. Und das war erstmal so, es war finanziell ein bisschen schwer, das Ganze zu leisten, also mit dem Training. Meine Mutter hat nur gearbeitet, mein Bruder hat nicht gearbeitet, wir gingen beide in die Schule. Der war beschäftigt mit Scheiße bauen. Nee, der hat nicht viel Scheiße gebraucht, aber ja, dann nach einiger Zeit haben wir so ein bisschen Geld gesammelt. Dann hat meine Mama gesagt, ihr könnt jetzt ins Training gehen. Und sie hat gesagt, dieses Geld könnten wir eigentlich für was anderes ausnutzen, also gibt auch Gas. Im Training. Und dann habe ich es auch ernst genommen. Ich dachte mir so, ich will das für meine Mama schaffen. Okay, wow. Also ziemliche Mission, die du da mitbekommen hast. Ja. Erstmal mit dem Namen schon von deinem Vater. Und dann noch mit dieser Ansage, so hey, das Geld könnten wir anderswo gut gebrauchen, wenn ich das euch jetzt bezahle. So habe ich es verstanden. Genau. Dann müsst ihr hingehen und dann müsst ihr da auch Leistung bringen. Ja. Ist das eine Mission, die du immer mit dir mitgetragen hast? Also denkst du da viel drüber nach? Was würde mein Vater jetzt denken? Wie wichtig ist es für dich, dass da auch dieses Geld, das ihr damals drin gebraucht habt, gut investiert war? Also lass mich da mal in deinen Kopf rein. Also ich glaube, mein Vater guckt immer von oben auf mich und ich glaube, der ist stolz auf das, was ich gerade mache. Und ich glaube, der findet das Ganze toll. Und ja, ich möchte meiner Mutter alles geben, was sie, also
Man kann nicht den Eltern das zurückgeben, was die für uns gemacht haben. Aber ich möchte einen kleinen Anteil für meine Mutter geben. Und das ist ja, das ist immer in meinem Kopf. Und ich möchte meiner Familie alles geben. Also die Sachen, die ich vielleicht nicht gehabt habe, meiner Familie geben. Ich glaube, dass das was ist, auf das deine Mutter sehr stolz sein kann. Also du hast diesen Mitgliedsbeitrag auf jeden Fall gut genutzt, hast das umgewandelt in sehr viel positive Energie und bist auch effizient in dem, was du machst. Also 4 Kämpfe, 4 Siege als Profi im MMA, genau. In deinem Alter, das kann man auf jeden Fall, kann sich sehen lassen. Jetzt hast du aber auch mit dem MMA Spirit, da bist du ja mittlerweile, eine Trainingsumgebung, die kaum besser sein könnte. Du hast ein paar der absoluten Veteranen, Urgesteine des deutschen MMAs um dich herum, ein paar der schillerndsten Persönlichkeiten, also Daniel Weichel, Max Koga, Stefan Pütz, Christian Eckerlin, all diese Menschen. Und ihr seid so eine Gruppe von jungen Wilden da, ne? Mit dir zusammen, Raul Lemberanski, Daniel Agaye. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist die Dynamik so zwischen euch oder dir und den alten Hasen, sag ich mal? Wie ist die Dynamik so bei euch in der Truppe der jungen Wilden? Erzähl uns mal ein paar Insights. Also ich kann erst mal erzählen, als ich zum ersten Mal ins Training kam, das war bei Max Heine. Er leitet ja diesen MMA-Kurs. Und ich habe mir einfach, bei Max Heine habe ich mir gedacht, so, ey, ich kenne ihn, ich habe seine Kämpfe geguckt gegen Flying Uwe und so. Dieser Cut, ich fand das Ganze krass. Und ja, dann habe ich das erste Training gemacht. Ich habe Max schon lange gefolgt und so und allen anderen. Und dann Max hat mir zurückgefolgt. Das war für mich so, ey, krass, Alter. Der hat irgendwas gesehen in diesem Sparring, was ich da geleistet habe und so. Und ja, dann wurde ich zum Pro-Kurs eingeladen, nach ein paar Einheiten. Da habe ich auch Christian Eckelen zum ersten Mal gesehen, Daniel Weichel, Koga. Das war wirklich so richtig krasses Moment. Ich werde mich für immer daran erinnern. So wie ein Ritterschlag. Ja, für mich war so wie Conor McGregor, Ronaldo, so dachte ich mir. Ich habe die YouTube-Videos alle angeschaut von denen. Und ja, jetzt heute trainieren wir zusammen. Wir chillen zusammen in Spirit, reden. Es ist so eine familiäre Funktion. Und ja, ich trainiere mit den Raul, mit Daniel und mit den anderen Jungs. Die sind alle fleißig, trainieren jeden Tag und wir pushen es immer gegenseitig. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Umgebung ist, in der man gut wachsen kann. Ja. Jetzt sind aber gleichzeitig auch nicht alle Leute, die im Spirit trainieren, automatisch so erfolgreich wie du. Das erste Mal bei NFC hast du gekämpft gegen Timo Kuchelmeister. Ja. Erinnerst du dich an den Kampf noch? Hast du irgendwelche Erinnerungen daran? Also ich bin reingegangen, ich habe mir gedacht, ich möchte also nichts gegen Timo, aber ich dachte mir, ich möchte diesen Typen ausknocken. Aha. Und ich habe einfach so diese eineinhalbe Runde einfach Vollgas gegeben. Und als es endlich fertig war, war das so ein richtig krasser Moment, aber ich habe mir gedacht, ich will mehr einen härteren Gegner und so. Okay, also du hast ja gesagt, ne, du wolltest ihn unbedingt finishen. Hat man dir auch tatsächlich angemerkt in dem Moment so diesen Will to finish? Ich persönlich gucke auch immer danach bei jungen Leuten. Wenn du dir die Szenen nochmal anguckst, wenn du heute über den Kampf nachdenkst, was denkst du da? Man hätte viele Sachen besser machen können, aber hätte Fahrradkette. Irgendwas Spezielles, was dir da einfällt, was du hättest besser machen können? Also ich hätte vielleicht ein bisschen kontrollierter kämpfen können. Ich war schon so sehr aggressiv, habe ich mir gedacht. Und ich hätte vielleicht versuchen, mehr in Stand zu machen, mehr in Stand zu bleiben, in Stand zu kämpfen. Ich habe die Reichweite mit Jabs und geraden einfach die Fresse kaputt machen. Und ja, so mehr in Stand machen, habe ich mir gedacht, ja. Dein nächster Profikampf dann, das war dann der dritte Profikampf, den hast du bei NFC 14 gemacht. Ja. Und da warst du nicht so überhastet, hast tatsächlich auch das erste Mal in deiner Karriere über die Zeit gekämpft gegen Jansons. Liegt das daran, dass du dir vorgenommen hast, nicht so überhastet zu sein? War das Resultat daraus? Das ist jetzt so ein bisschen ironisch. Ich wollte nicht so aggressiv sein. Hier war ich
gar nicht aggressiv. Ja, hat mir ein bisschen Aggression gefehlt. Ja, ich dachte mir, ich kämpfe einfach 3 Runden durch. Ich kann sagen, der war der stärkste Gegner bis jetzt, kann ich sagen. Man könnte sehen, er hatte so gute Jiu-Jitsu, gute Boden, gute Verteidigungen. Und ja. Und dann ging es aber weiter gegen Ibrahim Khamzatov. Da war wieder ein Finish am Start. Ja. Erzähl mir ein bisschen was über den Kampf. Also, ich habe mir nicht gedacht, dass es so schnell enden wird. Ich habe mir schon so gedacht, wir werden uns schlagen in Stand und auch auf Boden. Aber als ich zum Takedown geshootet habe, ich habe gemerkt, ich bin viel stärker. Und ich habe mir dann auch gedacht, ich finische den jetzt. Hat offensichtlich funktioniert. Hat auch geklappt. Nach dem Kampf hast du im Interview gesagt, so, hey, hört mal zu, Leute, wer will, kann kommen. Bist du jemand, der sich auch so mit der deutschen MMA-Szene ein bisschen auseinandersetzt, mit der europäischen MMA-Szene? Also es gibt sehr viele Kämpfer, die sind sehr, sehr gute Kämpfer. Ich gucke alle Kämpfe, ich habe jeden im Auge und ja, wer will, kann kommen. Das ist ganz gut, dass du das sagst, dass du so viele Leute im Auge hast, denn das, was wir als nächstes machen, wird dir dann extrem gut gefallen. Ich sag dir einen Namen und du sagst mir das Erste, was dir dazu in den Sinn kommt. Okay. Chris Mach, unser NFC Series Gewinner. Was denkst du, wenn du seinen Namen hörst? Keine Herausforderung. Für dich wäre es keine Herausforderung, dass das war. Du darfst auch gerne mehr als ein Wort oder einen Satz sagen. Ich dachte nur einfach das Erste, was dir quasi in den Sinn kommt. Also ich finde den Chris nicht so krass. Er ist, ich glaube, er trainiert vielleicht viel, aber ich sehe in ihm keine Gefahr. Okay. Was denkst du, wie würde ein Kampf ausgehen zwischen dir und ihm? Wie gesagt, ich rede nicht so drüber, aber ich würde das Ding finishen, ja. Okay. Nächster Name. Wir haben einen Mann hier, der bei mir als übernächstes erst kommt. Danke für an die Regie. David Karatayev. Ist ein guter Kämpfer aus Spitfire Gym, soweit ich weiß. Guter Kämpfer, gut auf Boden, so in Stand auch. Guter Allrounder und das wäre eine gute Herausforderung. Könntest du also einen Kampf gegen ihn vorstellen? Ja. Wie würde der ausgehen? Ich würde gewinnen. Hast du da eine Idee zu? Wie würdest du das angehen? Jetzt so aus dem, also haben wir vorher nicht abgesprochen, aus der Hüfte geschossen? In Stand. Okay. Würdest du versuchen, im Stand zu spielen, das Ganze? Der junge Mann hier, Pantarei Taran, den kennst du auch? Ja, den kenne ich. Was ist das Erste, was du denkst, wenn du seinen Namen hörst? Bad Boy, wie es viele gesagt haben. Also, nee, ich kenne ihn nicht persönlich. Ist auch ein guter Kämpfer, Max nächster Gegner. Und Max wird das Ding holen und dann könnten wir auch kämpfen. Warum nicht? Okay, also wenn Max den besiegt hat, würdest du sagen, okay, als nächster könntest du dir das Ganze vorstellen? Was wäre denn, wenn der gegen Max gewinnt? Ich kann mir das nicht vorstellen, aber wenn er gewinnen würde, ich weiß nicht. Ich will mir das nicht vorstellen, aber ich würde vielleicht für Max den Sieg dann holen. Okay, das war quasi Rache nehmen. Max ist sehr, sehr, der hat sehr viel Erfahrung. Also ich kann mir nicht jetzt so vorstellen, dass alles kann passieren, es ist klar. Aber ich kann mir das nicht so, ich sehe das so 90-10%. Was im MMA schon extrem hoch ist, ne? Ja. Muss man sagen. Okay, klar, ich meine, du bist natürlich parteiisch. Ich glaube, das ist auch vollkommen okay. Ja. Max ist dein Teamkamerad. Und die letzten Performances von Max waren auch einfach extrem gut. Ja. Ich glaube trotzdem, dass der Kampf nicht so eindeutig ist, wie vielleicht manche Leute denken würden. Alles kann passieren, hast du gesagt. Genau. 90-10 ist schon heftig. Diese 10% sind so. Max ist definitiv auch für mich ein Favorit. Aber wir werden es sehen. Am 30.03. in Frankfurt kommt der Tag der Wahrheit. Der Mann hier, Karim Mosebach. Kennst du den? Karim Mosebach kenne ich. Ja, ein sehr guter Ringer. Mhm.
Ich verfolge seine Kämpfe natürlich. Ist wahrscheinlich sogar noch untertrieben, sehr guter Ringer. Also das ist schon herausragend. Ja, es ist ein guter, er ringt auch in der ersten Bundesliga, oder nicht? Ja. Und ja, mit dem würde ich nicht ringen. Okay, also würdest du irgendwas anderes probieren mit dem? Oder doch, ich würde mit ihm ringen. Warum? Warum nicht? Okay, einfach weil du es dir beweisen wollen würdest oder weil du es dir zutraust? Einfach, um mich zu testen. Okay. Ja. Wärst also auch offen für ein Matchup gegen ihn? Ja. Okay. Könnte man machen. Könnte man machen. Jeder. Letzter Name, den ich in den Hut werfe. Kennst du den jungen Mann hier, Mohamed Issa? Den kenne ich nicht. Nee, Spaß. Issa, auch ein sehr guter Muay Thai-Kämpfer. Eine gute Herausforderung. Das ist ein so großer Schritt für mich in meiner Karriere jetzt. Und ja, es wird ein guter Kampf. Okay. Wenn du, jetzt sind wir so ein paar Namen durchgegangen, ne? Gibt es irgendeinen aus den Namen, die wir durchgegangen sind, oder vielleicht irgendeinen anderen Namen, wo du sagst, so für dich an der jetzigen Stelle in deiner Karriere, das wäre so der Gegner, den du dir am allermeisten wünschen würdest in der perfekten Welt? Also ich habe jetzt niemanden, wie gesagt, ich kriege Angebote und ich lehne die nie ab. Ich will gegen jeden kämpfen und ich habe nicht jetzt jemanden spezifischen, gegen den ich kämpfen will. Ich habe jetzt Issa in meinem Kopf und das ist das Erste, was ich fertig machen will. Was ist deine Strategie gegen Issa? Verrätst du uns die? Nee. Das okay. Bleibt ein Geheimnis. Okay, also eben haben wir mit Mosebach geredet. Da hast du gesagt, so, da würde ich auch mal mit dem ringen. Jetzt ist Issa ein anderer Typ, Kämpfer. Er ist jetzt eher jemand, der auch gerne strikt, hat jetzt auch vor kurzem einen Boxkampf gemacht und so. Wenn ich da jetzt von außen drauf gucke, würde ich mir sagen, hey, vielleicht hat der vor, mit dem dann zu striken, um sich das selber zu beweisen. Geht das in die Richtung vielleicht? Vielleicht. Vielleicht. Okay, also wir werden es sehen. Ne? NFC 18, können es die Leute sich angucken. Es sind 5000 Leute in der Halle. Die Tickets gehen weg wie geschnitten Brot. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Halle auch voll wird. In Frankfurt, sag mal, was erwartest du von dem Abend? Was erwartest du von dem Kampf? Lass uns mal, also Visualisierung ist ja ein großer Teil auch, einfach nach Vorbereitung. Wenn du das so visualisierst, wie stellst du den Abend vor? Wie stellst du den Kampf vor? Also es ist Süwag Arena, das ist so für mich so eine große Halle. Die Halle wird beben, auf jeden Fall. Die Frankfurter Mauer wird da sein. Und wir werden 5-0 nach Hause gehen. Okay. 5 von euren Jungs treten da an. Genau. Und du bist dir sicher, dass ihr alle gewinnen werdet? Weil ich weiß, wie hart die Jungs mit mir trainieren. Okay. Ja, und wir haben alle den gleichen Ziel. Okay, also ich glaube, die Stimmung wird so oder so kochen. Da bin ich bei dir. Tradition sagt, du hast das letzte Wort, mal ohne irgendeine merkwürdige Frage von mir vorweg, sondern du kannst einfach mal sagen, was ich vielleicht noch nicht gefragt habe, was dir noch auf dem Herzen liegt. Da ist deine Kamera. Let's go. So, ich lade alle gerne ein, um den Kampf zu gucken. Es wird ein spektakulärer Abend. Es werden 5 Jungs von uns antreten und das sollte man auf keinen Fall verpassen. Es wird brennen. Sehr gut. Fedor, hat mir extrem geholfen, unser Gespräch einfach mal dich ein bisschen besser zu greifen. Du bist so ein ruhiger Typ. Ich sehe dir extrem gerne beim Kämpfen zu. Mir hilft es aber auch immer, wenn ich die Person hinter dem Kämpfer so ein bisschen besser verstehen kann. Ich würde sagen, dass ist mir gelungen in dem Gespräch. Ich hoffe, auch euch da draußen. Und dadurch werden die Kämpfe ja immer noch ein bisschen spannender, ein bisschen cooler. Viel Erfolg noch in der Vorbereitung. Verletzungsfrei, gute Laune, sodass wir uns am 30.03. sehen und wir deine Evolution noch ein bisschen weiter verfolgen können als Kämpfer. Mal sehen, wo es noch hingeht. Ihr da draußen könnt auch gucken, ob dieser Mann sich am 30.03. auf 5:0 verbessern kann in seiner Profikarriere. Noch gibt es Tickets, je nachdem wann dieses Video rauskommt. Vielleicht gar nicht mehr so viele, also seid schnell. fighting.de/tickets ist die Adresse. Und Fedor, nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Und gute Heimreise und bis ganz bald. Danke euch.